Diese Fischer auf der russischen Insel Sachalin ganz im Osten des Landes waren auf dünnem Eis unterwegs. Trotz Warnungen der Behörden hatten sie sich auf eine Eisfläche auf dem Pazifik gewagt. Eine große Eisscholle brach ab, mehr als 500 Fischer saßen fest. Mit Hilfe einer kleineren Eisscholle und einem Seil konnten die Rettungskräfte einige von ihnen in Sicherheit bringen. Nach Angaben der zuständigen Behörden waren bei der Rettungsaktion auch drei Schiffe und ein Luftkissenboot im Einsatz. Schließlich konnten alle Fischer sicher und ohne Verletzungen ans Land gebracht werden.